Hallo und herzlich willkommen zum Bautagebuch im Zen Garden Paraguay. Und heute spaziere ich mal von der anderen Richtung dem Bau entlang. Hier voller Stolz, fast fertig, unsere Holzhütte. Außen sehen Sie schon oben die Lampe. Und Sie sehen auch unten ist ein kleiner Zaun angebracht worden, denn hier sehen Sie den Unterschied zwischen der Nivellierung und der Höhe des Gartenteils. Und hier werden wir natürlich jetzt so schnell wie möglich auch Gras ansetzen, damit beim nächsten Regen die Erde nicht abgetragen wird. Ja, ansonsten die Holzhütte, das ist einfach momentan der Hingucker, weil sie fertig ist. Außen zwei Lampen, einfaches Fenster, Türe, Innen, Ventilator, Strom. Ja, man könnte auch drin übernachten, es ist gefliest. Ich gehe am besten einfach mal rein. Wie gesagt, sie ist wetterfest. Dank Ventilator auch angenehm kühl. Ah. Ja, heute ist hier übrigens auch eine kleine Nikolaus-Veranstaltung. Deswegen hängt da auch schon das Nikolaus-Kostüm. So, die Holze, die sehen schön gefliest, fertig gestrichen. Innen auch zwei Lampen. Innen übrigens benutzen wir warmes Licht, außen benutzen wir sogenanntes kaltes Licht. Da kaltes Licht von den Insekten nicht gemocht wird, das heißt, die fliegen nicht drauf zu. Und das ist einfach angenehmer, wenn sich um eine Lampe keine Insekten sammeln. Ja, Ventilator hat heute viel zu tun. Wir haben es über 30 Grad, schätzungsweise so um die 36, 37 Grad. Aber hier drin mit Ventilator und eben unserem, das Dach benutzen wir ja jetzt auch zum ersten Mal, mit dem Blechdach, was mit Styropor unterlegt ist. Es ist verhältnismäßig kühl hier drin. Natürlich keine 10 Grad, aber wie gesagt, man kommt hier ohne Klimaanlage aus. Und das ist gerade bei Außentemperatur 37 Grad schon richtig gut. Ja, hier, Wand fertig verputzt, die andere genauso. Unsere Holzhütte ist fertig. Schauen wir uns an, was noch alles passiert ist. Hier wird bereits das Fundament vorbereitet, um das Bungalow für den Hausmeister fertig zu machen. Wie gesagt, bis jetzt habe ich Ihnen immer die Ecke hauptsächlich gezeigt. Hier hinten Bad, Toilette, ist auch schon weiter verputzt worden. Aber die Hauptarbeiten, warum ist noch nicht fertig verputzt worden? Wir möchten, dass erst der Elektriker alle Kabel und Anschlüsse in die Wand gehauen hat, dass wir dann nur einmal verputzen müssen. Das ist in Paraguay nicht unbedingt üblich. Hier verputzt man auch gerne, wenn der Verputzer da ist, sofort. Dann kommt der Elektriker, schlägt noch ein paar Leitungen rein und dann kommt eben der Verputzer nochmal. Das ist hier gang und gäbe, haben wir bei unserem ersten Projekt auch so miterlebt. Und hier haben wir gesagt, machen wir es nicht. Im schlimmsten Fall muss halt dann der Verputzer gehen und wir warten auf den Elektriker. Der war letzte Woche, heute haben wir Samstag, der war Donnerstag da, hat eben die Holzhütte fertig gemacht und Montag, Dienstag wird er hier in dem Bereich seine Leitungen verlegen. Zumindest hat er das gesagt. Ja, und hier, ich hatte es gerade schon gezeigt, das ist das Fundament, das wird das Fundament für das Bungalow für den Hausmeister. Hier kommt das Schlafzimmer hin. Im zweiten Teil, ist Terrassenbereich und nebenan, auch wenn das abgetrennt ist, ist auch nochmal Terrasse. Und hinter der Wand, da kommt ja Empfang, kleiner Kiosk hin. Und ja, ich gehe einfach mal rum. Bis auf das Fundament ist natürlich nicht viel mehr im Moment zu sehen. Aber es geht voran. Wie gesagt, Schritt für Schritt wird das Ganze aufgebaut. Ja, hier hinten noch die Haupteinfahrt. Unscheinbar, aber oben drin ist bereits mit Zement aufgefüllt worden. Das heißt, das Ganze trocknet gerade. Es wird nächste Woche fertig sein und dann wird man hier die Haupteinfahrt auch dementsprechend weitermachen. Ja, man sieht auch, jetzt ist neues Material angeliefert worden. Hier haben wir einen Berg von, ich glaube, es waren so um die 2.500-3.000 Ziegel für Innenwände. Daneben sieht man auch Kies und Sand für den Beton zum Mischen. Hier
Ja, können wir uns auch übrigens mal anschauen. Gab es ein extra Video, also wenn jemand Interesse hat, wie der Brunnen, das ist unser Brunnen, wie der gemacht wurde und so weiter und so fort, schauen Sie sich gerne das Video an. Ist im Moment deswegen offen, damit es schön austrocknet, denn ein bisschen Wasser ist von der Seite reingekommen. Und zwar hatten wir starken Regenfall letzte Woche. Und man sieht auch hier, da wo das Wasser eingedrungen ist, haben wir Silikon hingeschmiert. Und ich denke mal, das sollte größtenteils ausreichen, dass ja vielleicht noch ein bisschen was reinkommt, aber nicht viel. Ja, was ist noch passiert? Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Und zwar wurde begonnen mit den Aushebungen für die Säulen für das erste Doppelhaus. Und da gehe ich jetzt drauf zu. Sie sehen schon, es ist alles im Zen-Garten, also hier nochmal abgesteckt. Und Sie sehen schon, die ersten Hügel sind da. Die habe ich Ihnen letzte Woche auch gezeigt. Es sind mehr Hügel geworden, das ist das Besondere. Und die Materialien, wir kommen gleich noch bei. Man ist gerade in der Vorbereitung, dass man eben die Stahlstangen biegt, damit man hier anfangen kann, die Säulen zu gießen. Wie gesagt, die Löcher sind bereits ausgehoben. Ist noch nicht alle, ein paar fehlen noch. Aber wie gesagt, parallel arbeiten sie auch gerade daran, die Stahlstangen vorzubereiten. Ich zeige Ihnen das gleich. Ja, hier bei unserer Pflanzenkläranlage kommt jetzt mittlerweile die Decke drauf. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Man sieht es sehr schön. Es sind Träger, die quer drüber kommen. Und das Ganze wird dann eben verschlossen sein. Und später sieht man nicht mehr viel davon, denn wir werden oben natürlich das auch wunderbar hübsch machen. Ja, das sind die Fortschritte von euch. Ich wollte Ihnen noch das Material zeigen. Und dann habe ich das genau hier. Hier wurde auch übrigens, wenn Sie sich die Videos, die Bauvideos von Anfang an angesehen haben, an der gleichen Stelle hat man auch die Stahlstangen vorbereitet für die Mauer. Frage, warum hier? Einmal, weil Platz ist. Ja, aber Platz wäre auch auf der anderen Seite gewesen. Hier ist Schatten. Hier sind eben die Bäume, die wir nicht gefällt haben. Wir wollen ja so viel Baumbestand, wie es nur geht, wollen wir behalten. Und hier haben sie natürlich dann immer schön schattig. Und gerade auch heute, ich habe schon gesagt, 37 Grad, 35 bis 37 Grad. Es geht ein kleines Lüftchen und das ist im Schatten hier richtig, richtig angenehm. Ja, zu den Bäumen. Ich bin ja so ein kleiner Baumfreak. Sie sehen, wir haben einiges stehen lassen. Es sind nur ein paar Cocotera-Palmen, mussten wir fällen, weil die wären wirklich im Weg gewesen. Aber so die großen Cocotera-Palmen hier, die stehen alle noch. Man sieht es. Und zum Beispiel hier zwischen diesen, Sie sehen diese drei großen Cocoteros mitten auf dem Bild. Die ersten zwei stehen, werden dann später beim Kinshu stehen. Das Kinshu kommt danach und die dritte große Palme hinten wird dann am anderen Ende des Kinshus stehen. Und ich bin mir sicher, das wird richtig gut aussehen. Ja, das war's für diese Woche. Ich sage danke fürs Reinschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann Daumen hoch. Vielleicht klicken Sie auch einfach auf Abo, dann kriegen Sie immer automatisch von YouTube die Info, wenn wir ein neues Video einstellen. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder vorbeischauen. Ihr Zen Garden Team Paraguay. Bis dann, tschüss.